Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Donny Rolbe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor Vorfahrt. Man muss sie beachten. In der letzten Folge haben wir die letzten paar Kopfgeldjagden abgeklappert. Eigentlich haben wir 4 Leute erledigt, aber wir haben nur 2 Jagden gemacht, ne? Einige von denen waren schwieriger, einige von denen waren chilliger. Der Weg dahin war, oder nicht? Der Weg dahin war meistens schwieriger als andere. Und ja, wir müssen für die eine Kollegin hier, die uns die ganzen Aufträge übergegeben hat, hier mit der müssen wir uns treffen. Und die hat gesagt, die hat eine Überraschung für uns. Dann gucken wir mal, ne? Vielleicht kriegen wir einen Raketenwerfer. So, verwüstete Ansiedlung. Dann kann ich mich hin teleportieren, okay? Wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir schon wieder eine Story weitermachen, weil sonst haben wir nichts anderes gerade erledigen können. Sind wir mit allen ja fertig eigentlich, ne? Haben wir Kopfgeldjagden abgeschlossen. Dann haben wir so gut wie alles eingesammelt. Dann haben wir alle Sachen eingetauscht, alle Gerüchte erledigt, alle Planeten erkundet. So weit entfernt sind wir gar nicht mehr vom Ende des Spiels. Ne? Ich bin ja auch irgendwie so bei, als ich heute angefangen habe, war ich glaube ich bei 93%, was mir irgendwie sehr komisch. Diese ganze Folge hier, wo ich irgendwie zu diesen neuen Planeten gegangen bin und Boot verfolgt habe oder so, da, als ich halt angefangen habe, war das irgendwie nur so 92%. Ich habe 1% dazu bekommen. Also alles, was ich da gemacht habe, dieser ganze Story-Fortschritt mit Boot und so, das war alles nur 1%. Also ich weiß nicht, wonach irgendwie diese Prozentzahlen hier operieren, aber ist irgendwie komisch. So, hier, genau, hier haben wir sie als erstes mal getroffen. So, wer oder was ist hier? Was passiert hier? Ja, ich bin hier. Wo bist du? Da bist du. Wie läuft's, Catch? Ciao. Besser. Jetzt, nachdem du alle ausgeschaltet hast, die Soktormo auf dich gehetzt hat. Ja. Schön, die Kopfgeldjäger für eine Weile los zu sein. Ja. Jetzt sowas von auf uns drauf, oder? Ja. Was für ein Trick! Ging nur etwas daneben? Nein. Ging es nicht. Was soll das, Catch? Wie viel hat ihr Sorg für mich geboten? Zu wenig. Aber jeder Jäger, den wir erledigt haben, hat deinen Wert erhöht. Jetzt bist du meine Zeit wert. Durch dich haben sie uns überhaupt erst gefunden. Jetzt hast du es geschnallt, Kumpel. Hin und wieder hole ich mir auch selbst ein kleines Kopfgeld. Doch, das waren verdammt große Haufen Gegner abzuarbeiten. Du hast gezeigt, du bist ein waschechter Jedi. Willst du rausfinden, wie waschecht? Jetzt können wir die Sache noch vergessen, Cage. Keine Chance. Diese Lady hat Schulden. Und ich habe auf diesen Zahltag schon viel zu lange gewartet, Kerl. Viel zu lang. Aber vor allem kann ich es nicht länger ertragen, in Ruhe und Frieden zu leben! So, ich nehme jetzt mal einfach an, ich kann sie nicht da runterschmeißen, ne? Das wäre ein bisschen zu einfach. Ja, ja, ich bin schon. Was zum? Mann. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, ne? Hey, hey! Ich will sie mit diesem Kampfstil hier erledigen. Ich will jetzt nicht doppelt. Aua. Oh mein Gott, kannst du mit diesen dicken Schüssen aufhören? Ich muss mich jetzt mal danach heilen. Ich verstehe nicht, was die sagen soll. Boah, haben wir die jetzt einfach zerstückeln hier mit. Okay.
Ich komme mit dieser Combo hier ran. Guck mal, wie ich zerhackstückele. Gleich mal einmal der Angriff hier ausprobieren. Ah ja. Okay. Aha. Okay, ey. Ah, diese zeitverzögerten Dinger, ne? Wollte ich gar nicht machen. Ja, komm eben. Bom. Zack. Komm schon, das ist wofür ich lebe. Dann wirst du dafür sterben. Ja, jetzt hat ja auch Nahkampf knarren, ist klar. Letzte Chance, Cage. Lass es gut sein. Das ist nicht meine Art. Oh, ich weiß, wer das ist. Ne? Ja. Nice. Ich meine, du bist Phase 2. Boba! Du siehst gut aus, Kumpel. Du siehst echt gut aus, ne? Ihr zwei kennt euch. Die Rüstung sieht noch voll frisch aus. Wie wär's? Wir schnappen uns diesen Jedi und teilen das Kopfgeld unter uns auf, hä? Ich bin nicht wegen des Jedi hier. Schön zur Abwechslung mal keine Zielscheibe zu sein. Du hast keine Vorstellung davon, wie wertvoll diese Frau ist. Nun, wenn du das so sagst, dann... Herrgott! Es gibt zwei Arten von Leuten in dieser Galaxie. Mexican Standoff? Die mit Thermaldetonatoren und die ohne. Ich schätze, den Rest könnt ihr euch selbst ausmalen. Ich schnapp mir den Telemat. Thermaldetonator mit der Macht. Ich habe ein zweites Lichtschwert da, was? Du hast einfach das. Mit denen die kommen sehen. Die Zeit ist um. Ja. Du lässt doch nicht, dass er mich mitnimmt, oder? Oder? Weißt du, ich werde es definitiv zulassen. In Ordnung. Man sieht sich, Edi. Wir kloppen uns im dritten Teil. Ja, ich wollte schon sagen, ich krieg bestimmt den Blaster, ne? Cage Match, okay. Ich hoffe, hey, sieh dir das an. Zieh weiter, Jedi. Ich soll einem weiteren Kopfgeldjäger den Rücken zudrehen? Wenn ich deinen Tod wollen, wirst du längst tot. Falls du es nicht gemerkt hast, Kerl. Dieser Typ ist nicht gerade ein Freund der Jedi. Das wäre eine Untertreibung. Was die Frage auch. Ah, da hab ich den Kopf gepuckt. Warum mit einem zusammenarbeiten? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, Cage. Dich. Täusch dich nicht. Ich habe im letzten Part noch gesagt, ne? So, Oberfett wird der finale Boss hier sein, ne? Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Ich meine, wenn Darth Vader hier schon auftaucht, ne? Logische Schlussfolgerung. Dann kommt er echt. Ich bin neugierig. In welcher Beziehung steht ihr zueinander? Das verrät eine Dame nicht. Es gibt nicht viele wie sie und mich. Viele entscheiden sich, Kopfgeldjäger zu werden, aber nur wenige beleben es. Und Cage weigert sich einfach zu sterben. Das stimmt. Aber ihr Kopfgeld dürfte recht großzügig ausfallen. Sobald Sorg davon erfährt, welche Rolle du dabei hattest, die Haxion-Brut zu zerschlagen, wer weiß, was er dann für dich bezahlt. Hör zu, Boba. Wenn Kredits reden, lass uns reden. Die Taschen meines Klienten sind viel tiefer als deine, Abschaum. Du hast dir dieses Spiel ausgesucht, Cage. Das hier ist dein Gewinn.
Lass mich in Ruhe, Jedi. Ich genieße nur die Aussicht, bevor ich mir mein Kopfgeld hole. Oh, ich hätte gedacht, wenn ich ihn so angreife, kommt er zum Kampf oder so. Wir sind hier fertig, Jedi. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ich habe verstanden. Klar und deutlich. Na gut. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Okay, cool. Na gut, dann lassen wir den Herrn mal hier mit sie alleine und wir gehen dann nach Hause. Ne? Cool. Ja, cooler. Ah! Ah! Jedi sind äußerst mächtige Gegner. Mit dem lege ich mich nicht an, sagte Boba Fett. Da sieht man im Hintergrund, wie ich so in die Lava reinspringe. Na gut. Cool. Wir haben eine Trophäe bekommen. Ich nehme an, die haben wir bekommen, aber alle Kopfgeld. Weil alle Kopfgeldjagden ja abgeschlossen haben, ne? Nehme ich jetzt mal an, ne? Und ja, weiß ich nicht. So ein bisschen hätte ich, habe ich ja vorausgesagt, irgendwie, dass wir gegen die kämpfen müssen, ne? Aber weil der Weg irgendwie so kurz dahin war, habe ich mir irgendwie so gedacht, so, ne, das ist doch viel zu einfach, ne? Ich kann ja einfach darüber gehen, locker, ne? Und das, dann bin ich ja direkt da, ne? Ist doch viel zu einfach, ne? Wenn man das hier mit den vorherigen Kopfgeldjagden vergleicht, ne? Und ich meine, ich habe letztes Mal im letzten Part auch noch gesagt, so, ja, Boba Fett kommt hier, ne? Wie cool wir hätten gewesen, wenn wir gegen Boba Fett hier gekämpft hätten. Wäre Boba Fett in der Lage gewesen, uns zu besiegen? Ich glaube eher nicht, ne? Bin mir ziemlich sicher nicht. Ich meine, ich weiß nicht, was der so in der Lage ist hier so. So im Extended Universe und all sowas, ne? Das sieht interessant aus. Ich weiß nur, hat er in dem Film nicht sehr. Weil er nicht. Der wurde mehr oder weniger von Han Solo erledigt, als er irgendwie sich umgedreht hat, irgendwie. Wenn zufällig irgendwie von Bord geschubst hier in den Sarlacc. Ich habe gerade den Kopf voller Ideen. Was ein ziemlich trauriger Tod ist, wenn man darüber nachdenkt. Wie viele Fans Boba Fett hatte in den originalen Filmen, ne? Obwohl der eigentlich nichts gemacht hat, ne? Er ist so der typische Charakter, der irgendwie nichts gemacht hat, aber jeder liebt den und jeder ist voller Fan von dem, ne? Genau wie Captain Phasma damals. Wusstest du, dass ich sowas wie ein Dichter bin? Nein. Aber ich kann mir vorstellen, worüber du geschrieben hast. Hör zu. Ich angle gern Fisch. Yep. Versuche zu fangen, ja. Den Fisch. Oh, könnte ich sehen, yep. Wie ein Fisch. Ach, mir fällt die letzte Zeile nicht ein. Ich bin ein Fisch. Das wäre mein Wunsch, ganz frisch. Hm. Ah, jetzt. Ich mag meinen Fisch. Also nicht, hat er immer noch Sachen zu sagen. Beeindruckend, Scuba. Moment. Ich arbeite noch dran. Ich angle gerne Fisch. Versuche zu fangen den Fisch. Tisch. Ein Haiku. So. Wissen Sie, was der schwierigste Aspekt meines neuen Lebens hier ist? Reimt es sich auf den Nörgel? Nein. Aber gut geraten. Es ist eher, dass mir eine Aufgabe fehlt. Nörgel. Was hast du früher alles gemacht? Oh, Törgel. Alles vom Katalogisieren von Datendisks bis zum Auswerten von Sternenkarten. Du hast hier eine Aufgabe. Alle hier scheinen seit deiner Ankunft zufriedener zu sein. Ja, im Moment. Aber nächste Woche werden sie bestimmt irgendeinen 400 Jahre alten Druiden ausgraben. Das bezweifle ich sie. Du bist einzigartig. Du bist unbezahlbar. Zeit zu reden. Lass dich da draußen nicht umbringen. Ich überlege die ganze Zeit hier. Warte mal, lass mich erstmal mit denen hier reden. Nicht jetzt, mein Lieber. Oh mein Gott, ihr seid endlich fertig. Schön, dich zu sehen. Ich habe erst gedacht, das ist ein Gamorreaner gewesen. So. Ich habe nur so grüne und braune Farben gesehen. Da habe ich mir gedacht, warte mal, was? So, wann ist denn ein Gamorreaner? So, den letzten Puck habe ich ausgegeben, ne? Ah, 17. Ah, guck mal hier. Cage Wander.
Jetzt fühlt sich die ganze Galaxis ein bisschen sicher an. Weiß nicht, ich nehme an, Boba Fett war zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht so eine große Nummer, ne? Hat sich noch nicht so den Namen gemacht, ne? Zu diesem Zeitpunkt in der Story. Ich bin mal 92%, das ist aber nicht hier da. Habe ich gesucht. Nein, nicht das. Komme ich da links, da. Boba Fett. Boba Fett macht Cage Wander auf Kobo ausfindig, verfolgt aber Cal nicht, was bei seiner Abreise ein schwieriges Unbehagen bei beiden hinterlässt. Okay, hier hört man. Hier sieht man nichts von. Also ich weiß, der hat irgendwie, weil nicht, da war ein knallharter Typ, ne? Im Extended Universe, ne? Er hat einige Sachen, der hat ja den Salak da überlebt, ne? Und hat dann irgendwie, weil nicht, noch mehr Sachen gemacht. Und ja, aber weil nicht. Und hab so diese eine geile Szene, war denn in The Mandalorian oder war das in Buch von Boba Fett? Gibt es da irgendwie so zwei Serien oder so, die ich beide nicht geguckt habe? Er hat ja diese eine coole Szene, wo man eben einen so in Action gesehen hat, wie irgendwie gegen ein paar Leute gekämpft haben, die einfach halt erledigt hat, als wäre einfach gar nichts. Wir lassen die Finger von dieser Schwarzmarktware. Clever. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Poh, passiert mir nicht nochmal. Hab Teile eines Sensorstörgeräts. Und da merkt man echt irgendwie, wie die Filme irgendwie einige Charaktere echt nicht gerecht werden, ne? Wollte, dass ihm auf den Fersen war. Sie haben das Geschäft zurückverfolgt. Darth Vader wird von Luke erledigt, nachdem er irgendwie so ein paar Jahre lang trainiert hat, ne? Wir hatten ein, zwei Mal mit den Syndikaten zu tun. Ich bin ihnen gerade so entkommen. Während Darth Vader irgendwie jahrelang irgendwie Jedis getötet hat und irgendwie die ganze Zeit in Übung war und so, ne? Luke geht einfach mal auf so einen Sumpfplaneten zu einem etwas senileren Yoda und so, ne? Kommt nach ein paar Jahren zurück, ist auf einmal der stärkste Typ aller Zeiten, ne? Kloppt sich ein paar Mal mit Vader und ja, hat dann gewonnen. Leider nicht. Boba Fett wird irgendwie von Han Solo, Spoiler für die ganzen Star Wars Filme, nehme ich mal an. Der wird einfach hier von Han Solo irgendwie geschubst. Fährt in den Salak. Keine Ahnung, ey. Muss immer erst die ganzen Fansachen und die ganzen Bücher und Comics und so rauskommen, damit man irgendwie versteht hier. Wozu die ganzen Charaktere in der Lage sind, ne? Die letzte Szene hier im, die letzten Ereignisse in Jedi Survivor. Das ist, weil du die ganze Zeit hier rumspringst überall, BD. So, warum ist meine Waffe weiß? Was zum? Was ist hier? Hallo? Meine Waffe ist gebleicht. Was ist denn hier los? Hallo? Wo ist denn das Material jetzt so? Hallo? Ich wollte mir nur die Klamotten hier von hier anschauen. Oh. Ja, finde ich aber nicht so gut. Sie erinnert mich irgendwie so an den Alien Blaster aus. Aus Fallout hier, oder nicht? Ja, ich nehme an, theoretisch wäre es eigentlich besser irgendwie. Der Griff ist aber nicht schlecht. Habe ich da gerade? So, hoffen wir nur, dass die Farbe irgendwann mal zurückkommt, ne? Was ich mir wünschen würde, ist irgendwie, wenn ich irgendwie die Schussfarbe irgendwie so ändern kann. So grüne oder rote Blasterschüsse abfeuern. Ich weiß nicht, warum mein Blaster immer so ausgebleicht ist. Mein Blaster geschrottet, Mann. Oh.
Ja, und wir haben jetzt nichts anderes übrig, außer die Hauptstory, ne? Wir haben alle Sachen hier eingesammelt, die es zum Sammeln gibt, ne? Wir haben alle Planeten erkundet. Alles klar, gehen wir. Außer da kommt natürlich noch irgendwie was, ne? Wir haben Kobo, da fehlen noch 0,2%, aber ich nehme an, das sind das hier Gebiet hier, wo wir als nächstes hin müssen, was noch fehlt, ne? Trophäenmäßig sieht es auch relativ gut aus. Also das Einzige, was wir machen können im Moment, ist einfach nur hier zu Dings zurück in der Story weiterzumachen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist. Wird mir angezeigt, ne? Ich war da ja schon letztens einmal, ne? Ich habe mich ja die ganze Zeit gewundert, was das ist, ne? Was hat, ne? Boah, es hat gerade gebackt da, linken Seite. Und ja, dann gehen wir und ich nehme jetzt nicht an, dass wir jetzt sofort gegen Boat oder so kämpfen, ne? Ich nehme an, da kommt noch irgendwie was, keine Ahnung. Protokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nicht Törgel. Okay. Und gucken wir mal. Überlegt die ganze Zeit schon, was ich vom Thumbnail nehmen soll. Auslöschungstruppler. Was machen die hier? Hat er mal das verraten, ne? Wow, ey. Da habe ich Spinne. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier. Ich werde wahrscheinlich Cage hier in den Thumbnail reinpacken. Ich meine, das Beste wäre natürlich hier direkt Boba Fett reinzupacken, weil der ist ja der Highlight von diesem Part, nehme ich an, ne? Weil wäre ein massiver Spoiler irgendwie so, finde ich, ne? Cage wäre jetzt nicht so ein riesiger Spoiler, finde ich. Ja, ich pack die Person, die gesagt hat, ich soll mich mit dir treffen. In dem Thumbnail, ne? Wenn ich direkt Boba Fett da reinpacke. Ja, der volle Spoiler für die das Spiel nicht gespielt haben. Wow. Hey, kann ich da hoch? Ja. Was, wenn du mal am Rumballern ein bisschen mit dem Feuer verbrennt euch, ja. Nein, das hat die Macht trotzdem verballert. Was ist da eigentlich, was ich hier gekämpft habe in den letzten? Hallo, ich will raus. Wo ist der Wut, Mann? Ich bin immer noch wütend, ja. Ah, ist das abgelaufen? Oh, nee. Ja, ich gehe mal kurz hier hin, ne? Sehe ich mal gar nicht ein, ne? Warte mal, explodiert. Explodiert nicht, ne? Nee. Ja, einige Leute nennen es billig, ich nenne es Strategie. Sobald ich hier runterkomme, ne, bin ich wieder fertig gemacht. Genau deswegen mache ich so einen Mist. Noch ein. Ich habe eigentlich nach unten gedrückt, ne? Alter, Leute. Oh mein Gott, nein, Mann. Boah. Eindringling
Nein, ihr sollt nicht aufeinander losgehen, ihr sollt auf den losgehen. Aber wenn ich gut, die zielen gar nicht auf den, die anderen beiden. Hör mal, schnapp den. Nein, geh nicht hier hoch. Boah. Kann ich einen Stim kriegen, bitte? Ja, da kommen wahrscheinlich jetzt keine Gegner, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, Mann. Eigentlich einfach hier reingehen und warten, bis ihr alle fertig seid. Ich hab doch zurückgeschossen. Aber dann wird der schlimmste Kampf aller Zeiten, ne? Der andere auch bitte. Krieg ich nicht, ne? Jawohl. Schneller. Nein. Was ist da noch übrig? Ja. Ja, mich irgendwie an so in den letzten Moment von Fallen Order, wo du irgendwie diesen einen Raum hast mit immer wiederkehrenden Gegnern. Noch jemand da oben? Was zum? Warum ist da unter? Ah, dieser Sack! Nein, du so nicht. Zack. Sie haben uns erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Okay. Kann ich noch mal zurückgehen und mich heilen? Oder tun die dann wieder alle respawnen? Wenn die danach alle respawnen, ne, dann drehe ich durch. Dann können die nicht machen. Okay. Bitte tut nicht respawnen. So, meine Frage wäre jetzt gewesen, was wenn ich jetzt erst hier hingekommen wäre, ne? Und ach, Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Weil irgendwann muss man ja nicht aufhalten. Weil irgendwann musste man ja anscheinend ja machen, ne, um hier überhaupt reinzukommen, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein paar Rätsel lösen oder so, ne? Ich nehme an, meine Vermutung ist, man muss diese Dingens hier erledigen, diese Jedi-Tempel, die es hier auf diesem Planeten überall gab, ne? Ich nehme an, diese musste man alle hier finden, die Rätsel lösen und so, ne? Und dann konnte man die aktivieren. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Das wäre jetzt noch meine Vermutung, ne? Wenn man jetzt hier hingekommen wäre, bevor man irgendwie das alles schon erledigt hatte, ne? Was bei mir ja schon der Fall war. Ja, nun. Ich kann den Lift von hier nicht holen. What? Noch überhaupt hier? Du hast es geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Ein weiter Weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan.
Schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Ja. In den Abyss. Tenalor. Oh. Okay, ja, habe ich mich schon gewundert. Stelle Boot auf Tenalor. Das ist kein schlechter Anblick, oder? Wissen Sie, das macht mich nostalgisch. Mein letztes Gespräch mit Meister Warte mal. War vor 200 Jahren. Aber wenn ich sehe, wie Ihr Experiment den Himmel erleuchtet, fühle ich mich ihr wieder ganz nah. Das verstehe ich. Das tun Sie, nicht wahr? Oh, Cal Kestis, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, dass Sie mich aus diesem eingestürzten Tunnel befreit haben. Gute Reise. Und wenn Dagon Gera diesen Flug auf sich nehmen kann, dann können Sie es auch. Ich würde gerne mit Ihnen plaudern, Cal. Aber Tenalor ruft, nicht wahr? Mit dieser Pose, mit dieser Darth Vader Pose. So, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir machen diese ganze Geschichte, um herauszufinden, wo Tenalor ist, ne? Jetzt wollte ich mir einfach sagen, dass wir einfach zu diesen Dingen, zu diesen ganz auffälligen Dingen, was sowieso da schon im Himmel waren, einfach hinfliegen sollen. Also, ja, aber da irgendwie offensichtlich, dass wir ja da hinten hinfliegen sollen, ne? So, ich habe Kobo zu 100% erkundet. Sehr cool. Ich nehme an, wir gehen dann nach Tenalor jetzt, ne? Also ja. Zeit für Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Mitten ins Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalor. Gucken, was da noch so abgeht, ne? Oh, ich sehe da so komische Effekte. Ihr seht ihr das? Diese roten, dieses rote Flimmern da. Soll glaube ich nicht so sein. So gut. Einmal wieder unser Ziel hier. Wo wir als nächstes hingehen. Und ja. Wir sagen, dann können wir noch ein paar Mal mit den Leuten in Pylons Saloon reden. Dann können wir uns auch nach Tenalor machen, ne? Und dann mal schauen, wie viel Zeit noch übrig ist. Die Macht ist mit mir. Und dann gucken wir mal. Weiß ja nicht, was hier noch also alles kommt, ne? Wenn es hier nur so ein ganzer Planet zum Erkunden gibt, würde ich jetzt mal nicht so drauf wetten. Vielleicht kommt da irgendwie so eine. Ich rechne ja mit irgendwie so eine Nachricht wie beim ersten Teil, ne? Ach. Beim ersten Teil kam, glaube ich, irgendwie so eine Nachricht, bevor man in die Inquisitorenfestung reingegangen ist, ne? So, ey, hör mal, das ist der letzte Ort hier, ne? Bist du sicher? Du willst da jetzt rein, du hast alles, muss gucken, ob du alles erledigt hast und so, ne? Ich nehme an, so eine Nachricht wird dann nochmal kommen, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Hallo. Ich will nur mit dir reden. Oder auch nicht. Okay, so wie dazu. Außerdem will ich sowieso nochmal einen Schnitt machen, einfach nur um zu gucken. Es gibt so einige Trophäen. Es gibt so eine Trophäe, die will ich schon die ganze Zeit versuchen. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht auf einen höheren Schwierigkeitsgrad schaffen. Und zwar, da ist irgendwie so eine Trophäe. Ich soll einen Gegner parieren, den ich an mich herangezogen habe. Und das stelle ich mir unglaublich unmöglich vor auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Und ich nehme an, ich weiß, was das ist. Das ist, wenn irgendwie so stärkere Gegner an dich heranziehen willst, ne? Zum Beispiel so Auslöschungstruppler und so. Aber bei denen ist das so, wenn du die an dich heranziehst, dann greift die an, ne? Deswegen muss man das da dann blocken, ne? Was ist das? Das nur, ne? Deswegen, ich werde versuchen, das zu erledigen, ne? Ob ich das hinkriege überhaupt, ne? Aber dafür müsste ich erstmal einen
wüsste auch dann schon, ich wüsste zur Not dann, wo ich einen finden könnte, hier mein Offiziersquartier hier bei meinem einen Planeten, ne? Aber ich hoffe, ich finde jetzt hier, wenn ich hier so random rumlaufe, noch vielleicht irgendwas, ne? Also wie ich da verstehe, man muss einen Gegner an sich heranziehen, so stärkere Gegner, und die greifen dann halt an, wenn sie herangezogen werden. Die werden sich ja mal so ein bisschen, und dann, wenn die dann am Angreifen sind, dann soll man hier, oder ist einer? Ja, lenke ich jetzt hier gerade ab. Boah, ehrlich. So, da ist ein Auslöschungshopper. Ich weiß nicht, ob das bei dem funktioniert. Aber ich will mal auf ein, weil parieren in dem Spiel ist sowieso schon absoluter Mist, ne, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Deswegen lass mich das mal auf einen kleinen Schwierigkeitsgrad hier machen, ne? Einfach nur, damit ich die Trophäe bekomme. Jetzt greift er da jemanden an. So, dich muss ich. Der lässt sich gar nicht. Mein Gott, Leute, lass mich hier machen. Ja, du bist zu stark. Hier sind alle zu stark. Zu schwach, meine ich. Oh, wie wenig Schaden ich nur nehme. Oh, wie passiv die alle sind, ey. Na, funktioniert hier nicht. Ja, jetzt nerv ich gerade, jetzt nervige Gegner. Bei irgendeinem Gegner, der stark ist, zum Heranziehen, denn der sich nichts heranziehen lässt. Aber. Ja, entschuldige mich mal kurz. Ja, Paradefenster ist halt sehr viel einfacher auf den höheren, auf einen kleinen Schwierigkeitsgrad, ne, auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, deswegen versuche ich das hier mit, ne? Er sei halt zu stark, zu schwach, meine ich. Von starken Gegner. Ein Auslöschungstruppler oder so, glaube ich. Lass mal erstmal, ich schneide das so da rein irgendwie. Ah, ich schneide das irgendwie so da rein. Jetzt finde ich wahrscheinlich irgendein Gegner, ne? Ne, man, das hat auch nichts irgendwie mit der Schwierigkeitsgrad oder so zu tun, ne? Mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, machen wir nicht. Ich mache das dann einfach auf Screen und dann, ich nehme das halt einfach auf und schneide das dann so rein, wenn ich das mal geschafft habe, ne? Weil das ist, glaube ich, so die einzige Trophäe, die mir noch so fehlt, die so ein bisschen was Abstrakteres hier von mir verlangt. Alles andere ist irgendwie so Sachen, ja, so, ja. Spiel die Story durch, tu alle Kopfgeldjagden abschließen. Und das mache ich ja alles hier schon die ganze Zeit. Ich weiß genau, wo ich da hingehen will. Für diese Trophäe hier in den Verbots Quartieren. Da sind ja mal so ein paar Auslöschungstruppler. Hey, Grease. Alles okay? Meine Knarre eigentlich immer noch weiß. Abgelenkt. Sonst nichts. Immerhin fliege ich freihändig in eine Sternenanomalie, die Sternenschiffe frisst. Und meine Handflächen haben nicht mehr so geschwitzt seit... Du schaffst das. Ja klar, ich schaffe das. Wer hat dich denn gefragt? Es gibt immer was zu tun, was? Bis später, BD. Hi, Cal. Oh, seid ihr alle fertig? Ach so? Soweit ich weiß, ja. Jetzt siehst du hier. Criff. Das ist... Criff. Cal, schon gehört? Grog, dieser Idiot, wurde von einer imperialen Patrouille um die Ecke gebracht. Grog ist tot? Ich hab dem alten Dummkopf auch noch zum Abschied gesagt, er soll vorsichtig sein.
Du hast ihn allein losgeschickt? Ich dachte, er könnte. Oh, wäre ihm passiert, wenn ich nicht mit ihm geredet hätte. Nur einen Treibstoffinjektor bergen. Wenigstens hat der Treibstoffinjektor keinen Treffer abgekriegt. Weißt du, wenn ich mit denen keine, nicht alle Unterhaltungen gehabt hätte. Klingt, als hätte er euch doch nicht so nahe gestanden. Ach, der alte Mann hätte es genauso gewollt. Das ist sozusagen mein Trauerfallzuschlag. Gott's Ende. Wir reden nachher. Wir reden später, Kumpel. Ruhe in Frieden. Nehme ich an. So, hier hatten wir alles. Kann ja nicht schaden, oder? Ja. Da muss ich eigentlich nochmal bezahlen, ne? Kann ich nicht einfach nehmen. Wer soll mich denn aufhalten? Der Einhornet, die ist tot. Sag es einfach dir die. Wir reden später, ja? Ja, weiß ich nicht, tun wir das? Ich näher mich langsam so dem Ende. Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal irgendwann später sprechen werden. So, wenn du immer noch was zu sagen hast, ne? Hey Kerl, also nicht es du. Ist Zeit, dir von früher zu erzählen. Hey, wo ist er? Hast du eine Minute? Klar. Hey, wo ist der andere Typ? Gut, dann solltest du von Tendo Gutbridge erfahren. Das ist ein guter Anfang. Nintendo Gutbridge. War Tendo klug? Nein, er war ein verdammter Idiot. Sah er gut aus? Nun, sagen wir, die Leute haben ihn angestarrt. Er war hässlicher als eine Schauderpede. Aber der alte Tendo besaß etwas, das mehr wert war als alles andere. Er hatte unfassbares Glück. Der alte Tendo kaufte den schlechtesten Abbaugrund in der Region. Eher findest du was in deinem Frühstück als dort. Aber keine zwei Tage später sprengt der Rocker eine Höhle frei, die vollgestopft ist mit Priorit. Er lud sich das Zeug auf die Arme, bis er den Boden vor sich nicht mehr sehen konnte. Und dann trat er direkt auf seine Detonitladung. Die Explosion drehte ihn komplett auf links. Die Beute haben wir doch nicht so glücklich. Es war so viel Priorität, hatte so viel Glück, dass der ganze Außenposten einen Monat lang nicht arbeiten musste. Aber wir wussten alle, dass wir unseren ersten großen Fund Tendo und seinem Glück verdanken. Oder sein Unglück. Hey Kumpel. Ziemlich dunkle Geschichte, Alter. Oh ja, sie ist im Dings, im Turm. Bist du bereit? So gut wie. Wenn wir Boat gegenüberstehen, denk daran. Er hat, was er will. Er wird bis zum Tod kämpfen, um es zu behalten. Sei vorsichtig. Und ich bin ein Mann, der alles verloren hat. Der kann mich nicht aufhalten. Wir reden später. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen mit einer Romanze auf Kobo. Was? Turgle und Tulakt? Ich glaube nicht, dass die Sterne das vorhersagen. Stell dich nicht dumm, Kel. Diese vorzüglich düstere Lebedame wirft dir ständig Blicke zu. Marin? Welche Art von Blicken? Sie ist schwer zu deuten. Bei dir hingegen könnte es nicht offensichtlicher sein. Worauf wartest du noch? Gute Frage. Im Moment ist viel los. Okay, aber bleib aufmerksam, damit du die kleinen Dinge nicht übersiehst. Denn an die wirst du dich später erinnern. Sick hat recht, Kerl. Ich war einen Großteil meines Lebens im Luxus gefangen. Nichts davon scheint jetzt noch wichtig zu sein. Schön, dich zu sehen. Okay, Marin, liebst du mich? Nein, hätte auch gereicht, also. Gut. Alles klar, dann. Gucken wir mal. Ich. Trifft dich der Verlust von Grog denn nicht? Nö. Wer war noch mal Grog? Dwayne? Oh. Was mit euch beiden? Tulakt hat immer Visionen der Zukunft. Moment. Ich habe gerade eine Vorahnung. Und zwar? Tulakt wird in Zukunft nichts mehr vorhersagen und einen echten Job haben. Ich verstehe es nicht. Was? Okay. Die beiden Typen sind merkwürdig. Na gut. Dann. Gucken wir mal, ob ich da hinfliegen kann schon. Wo kommst du her? Ich jetzt dadurch gestorben werden, ne? Warum finde ich nie den Eingang von diesem Winter? Hey, Grease. Wenn man zu sagen. Ich halte hier alles am Laufen.
Okay. Mal angenommen, wir bekommen Boat in unsere Finger. Was sollten wir dann tun? Er muss bezahlen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass andere auf uns zählen. Du hast recht. Unsere Freunde, alle Überlebenden von Jeddah. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Das werden wir auch nicht. Na gut, dann gucken wir mal. Kann ich dahin? Wohin jetzt? Tenalor. Also mal da hinten. Ich bekam jetzt keine Nachricht, dass wir ja nicht mehr zurück können oder so, ne? Ich meine, boah, mein Rucksack spackt schon mit ab. Vielleicht bin ich auch starke Gegner, wo ich die Trophäe irgendwie ja bekommen kann, ne? Da werden ja bestimmt irgendwie ein paar Auslöschungstruppler oder sowas rumlaufen oder irgendwie sowas, ne? Nee, keine Sorge, Leute, mein Rucksack jetzt wieder gut. Wer hat mir da reingepasst? Der ist doch voll, der Rucksack. Hoffentlich ist Grease bereit für einen turbulenten Flug. Da agiere mit dem Holotisch. Komm mal. Wir fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Bis zum Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Macht mit Ihnen allen sein. Und mit dir sie. Ah, da ist Abyssosk. Bis zum Abyss und hinaus. Bis zum Abgrund und hinaus. Wie gesagt, nochmal ein Genshin. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. In das galaktische Bermuda-Dreieck. Das Schiff ist so unpraktisch, ne? Oh ja. Ich wette, das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Ja, theoretisch hat es ja Boot auch geschafft, ne? Der ist ja auch hier irgendwo. So schwer kann das ja wohl nicht sein, oder? Wenn ich so ein blödes Schiff hätte, wäre vielleicht noch einfacher. Ja, eine Flügel, ne? Sie kommen zu schnell. Aber du bist schneller. Hör auf zu steuern. Und flieg endlich. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das Ding. Was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie doch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Yeah.
jetzt. Wir leben. Du hast es geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundak. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. So, irgendwas sagt mir, wir können doch nicht von diesem Planeten runter. Weil wir halt irgendwie voraussetzen, dass wir immer wieder durch diesen Tunnel hier fliegen müssen, ne? Was ich mir nicht so einfach vorstelle. Übrigens nette Anspielung gerade hier an die eine Szene mit Luke und Ben. Als nächstes. Als man gerade Sia gehört hat, ne? Ich nehme an, das sollte so eine kleine Anspielung sein, ne? Da gibt es da Zeugs anscheinend. Ja, hier ist doch noch so ein bisschen was. Ich nehme an, da war so eine kleine Anspielung daran, ne? Als man es hier gerade gehört hat, so wie Luke irgendwie sei. Okay, ich weiß, wir sind hier auf einer neuen Welt. Und es war ein etwas turbulenter Flug, aber respektiert trotzdem die Gesetze der Schwerkraft, BD. So ein bisschen noch, ne? Ja, jetzt kommst du natürlich wieder zurück, ist klar. Hier ist es also, Tanelor. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Karl. Ich habe nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Hast du nichts zu tun? Okay, okay. Oh, nett sieht's ja aus. Also ja, ich nehme an, da war so eine kleine Anspielung hier an Luke, als er den Todstern zerbollert hat, ne? Und er so Ben Kenobi gehört hat, so nichts in die Macht, Luke. Der war da war so eine kleine Anspielung daran. So, na gut, dass ich sehe jetzt alles, was es hier gibt. Ich kann jetzt alles finden. Druiden aus der Zeit der Hohen Republik. Da haben wir eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Das hat hier Japan unter dem Planeten. Säule. Ja. 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 Ich habe keinen. Ich kann ja nicht. Doch. Ich muss erst. Ich muss ja von dem richtigen Winkel angucken. Alles klar. Hier die Meditationsplatz. Gut, aber wie es hier weitergeht, ne? Hat. Gucken wir uns beim nächsten Mal an in Jedi Survivor Rorino, ne? Ich meine, das hier wird dann noch der letzte Planet sein, ne? Endgültig. Und ja. Dann kloppen wir uns mit Boat irgendwann, ne? Im Laufe der nächsten Folgen, ne? Vielleicht nicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten, keine Ahnung. Mal schauen. Je nachdem, wie groß der Planet hier ist, ne? Rand der Zuflucht, oder ist hier alles Rand der Zuflucht? Nee. Wir haben es 0% erkundet, okay. Gut, ich versuche, ob ich diese eine Trophäe noch irgendwie hinkriege, ne? Ich nehme an, wir können den Planeten ja verlassen, ne? Und dann gucken wir mal, ne, wie es hier weitergeht beim nächsten Mal, ne? Ich bedanke mich herzlich beim Zuschauen von allen Leuten, die ja vorbeigeschaut haben. Und da lasst ein Like, ein Abo und Kommentar, es würde mich voll freuen, den Kanal voll weiterhelfen, wegen den Algorithmus und so, ne? Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao.
So, mein Problem war angeblich, dass ich habe es gerade mal ein paar Mal versucht, ne? Aber hat nicht funktioniert, weil ich immer zu stark war mit meinen Magneten. Und jetzt habe ich hier unter Fähigkeiten all meine Punkte zurückerstattet und ich habe jetzt irgendwas mit 128 Punkten. Und ja, jetzt sollte halt eigentlich funktionieren, weil ich habe versucht, diese Truppler hier an mich heranzuziehen, ne? Aber hat nicht funktioniert, weil die sich einfach daran gewehrt haben. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt auch Ding. Sie funktioniert immer noch. Wie funktioniert das immer noch nicht? Okay. Wie funktioniert es immer noch nicht? Ich habe gerade alle meine Dinger hier. Zeugerstattung, das funktioniert immer noch nicht. Hat das was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun? Ich weiß es nicht. Jede Ritter sauer. Kann nicht sein. Ah, jetzt funktioniert's. Das hat irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Also, da ich muss mal ein paar Leute aus dem Weg räumen. Ich zum Beispiel. Oh. Alles klar. Ich bin am Weg. Ciao. So. Jetzt muss ich alle meine Fähigkeiten wieder hier. Weil ich bin gerade hier reingegangen und da hat nicht funktioniert, weil die Gegner schon alle zu. Weil mein Machtgriff anscheinend zu stark war. Und da muss ich mir alle Dinger hier nochmal neu holen. So. Jetzt muss ich mir alle Dinger hier nochmal holen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? So, beim ersten Mal soll es kostenlos gewesen sein, ne? Habe ich gerade gesehen. Ah, jetzt, wenn man immer seine Fähigkeiten zurückerstatten muss, will, dann muss man, glaube ich, einen Fähigkeitspunkt investieren, was jetzt auch nicht so. Boah. Okay. Da sehen wir noch mal, wie man hier, wie ich hier alles lerne. Ne? Auf kleine Reflexion, Rollen als Donner. So, die einzigen Trophäen, die jetzt noch übrig sind, ist einmal die Platin-Trophäe, welche ich bekomme, wenn ich alle anderen Trophäe habe. Ne? Das heißt, ich muss eigentlich nur auf zwei Trophäen hinarbeiten. Einmal die Story durchspielen und einmal jeden Gegnertypen scannen. Oder gefunden haben oder so. Ich nehme an, das kommt dann auch so im Laufe der Zeit in den nächsten Parts, ne? Aber okay, ja, falls ihr diese Trophäe haben wollt, ne? Dann keine Ahnung, dann müsst ihr einfach irgendwie, ich glaube, den hier dürft ihr nicht haben dann, ne? Hat der L2 um einen, um auch die stärksten Gegner mit größerer Machtresistenz zu beeinflussen, ne? Ich glaube, diesen Angriff dürft ihr ja nicht haben, ne? Ich konnte ja nicht einzeln hier zurückerstatten. Ich musste direkt alle Sachen zurückerstatten. Deswegen, ja. Ich hätte lieber nur einen irgendwie zurückerstattet. Aber ja, soll man machen, ne? Ich musste alle hier verballern. So, jetzt haben wir uns wieder alle Dinger. Damit wir wieder voll mächtig sind, ne? Boah, ich kämpfe gegen Boat auf jede Großmeister. Ohne irgendeine Fähigkeit gibt es bestimmt auch, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich auf jeden Ritter hier gespielt habe für diese Trophäe. Weil dieser Moment ist irgendwie, weiß nicht. Das ist mir schon so oft irgendwie im Kampf passiert, auf jede Großmeister, aber auf jede Großmeister kriege ich das nie im Leben. Paradefenster ist so schwierig. So, ich hoffe jetzt eigentlich wieder auf 8 Dinger sein, ne? Wie vorhin.
ich ja gerade nichts verballert habe, ne? Ja. So, jetzt habe ich wieder alle Sachen, ne? Einmal nochmal hier durchgehen. Ja, alles wieder voll. Gut. Haben wir doch erledigt. Gut. Wir natürlich auch die Trophäen hier haben, ne? Warum nicht? So. Und dann verabschiede ich mich nochmal, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder ist, Jedi Survivor. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.